Geschätzte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ein Sendeformat mit sehr viel Tiefgang und sehr viel Breitgang, mit sehr vielen verschiedenen Facetten und mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven und vor allem mit sehr, sehr interessanten und teilweise auch exotischen Gästen, wie zum Beispiel heute mein absoluter Spezialgast Sachinanda Swami. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön, dass du mich einlädst. Das ist selbstverständlich. Du bist ja, man sagt ja, du bist ein spiritueller Meister, du bist ein Lehrer, du bist ein Mönch nach vedischer Tradition. Was mich persönlich interessieren würde, warst du schon immer Mönch oder wie ist denn deine Vita? Wie bist du zu dem geworden, was du heute eigentlich bist? Ich komme aus einem sehr vermögenden und nicht sehr einfachen Elternhaus. Und wurde schon in frühen Jahren für eine Karriere als Manager vorbereitet. Ich hatte dann aber ein unglaubliches Erlebnis. Und zwar sah ich, wie in meiner Familie, die einen großen Reichtum verwaltete, immer so unglaublicher Streit ausbrach, insbesondere dann, wenn es um riskante Investitionen ging. Und ich sah einfach diese Atmosphäre des Streites, des Misstrauens und spürte, dahinter muss ein bestimmter Geist sein. Man kann einen Geist oder einen Geisteszustand oder ein Denken nicht immer so leicht als Jugendlicher oder auch als Erwachsener identifizieren. Aber wenn man die Früchte davon sieht und die sind nicht sehr wohlschmeckend, dann muss man sich fragen, will ich an so einem Leben partizipieren? Und dann wurde ich Mönch in relativ jungen Jahren, was nicht einfach zunächst einmal für die Familie war, weil ich so ganz ausscherte. Ich kann mich an eine Reise erinnern, die ich mit einem wackeligen Bus von Frankfurt über den Khyberpass nach Indien unternahm. Und als ich dann ankam, dann schrieb ich eine Postkarte zurück, wo eine Biene drauf war, die auf einer wohlschmeckenden Blume, eine wohlriechende Blume landete und sagte, ich bin angekommen, wie ich passend. Bin gelandet, ja. Wie passend. Schön. Und wie war das für dich als junger Mensch? Weil ich denke, da gehört auch sehr viel Mut dazu, dass man sich eigentlich so diesen Mustern, die für einen vorgesehen waren, dass man sich dagegen eigentlich, ja, ich möchte nicht sagen wehren, aber dass man einfach einen Alternativweg einschlägt. Das ist wahrscheinlich nicht leicht gewesen. Vor allem, wie du gesagt hast, als junger Mensch. Ja. Natürlich war ein Zaudern und ein Zögern da, was das Unbekannte betrifft, wie es auch als älterer Mensch der Fall ist. Das Unbekannte erweckt zunächst einmal ein inneres Erschauern. Aber ich habe immer so Sätze gehört zu der damaligen Zeit. Das kommt dann auch zeitgleich. Wie zum Beispiel einer, warte mal, Schiffe sind am sichersten im Hafen, aber dafür wurden sie nicht gebaut. Oder wenn du neue Ufer sehen willst, dann musst du die alten Küsten verlassen. Und ich denke aber nicht, dass ich nur so ganz, ganz, ganz super mutig war und deswegen solche Sätze als Inspiration sah. Ich hatte auch schon, sagen wir mal, ein Privileg. Ich wusste, da ist immer ein Fangnetz da von meinem Elternhaus, falls ich beim Trapezturnen abstürzen sollte. Also ich kann nicht sagen, ich bin so verdienstvoll mutig, aber ich wusste einfach, dass es noch etwas anderes geben gibt und war schon immer angezogen zu Spirit-Tending. Meine Eltern mussten mich oft mit der Feuerwehr
Also es war hauptsächlich die Aufgabe meiner Mutter, mit der Feuerwehr von hohen Bäumen herunterholen. Ich wusste nämlich, wie man hochkommt, aber nicht, wie man runterkommt. Und irgendwann fragte meine Mutter mich, warum musst du immer solche Abenteuer machen? Warum musst du immer so hochgehen? Und ich hatte schon als kleines Kind gesagt, ich möchte dort sein, wo ich Gott am nächsten bin. Wahnsinn. Das war die Idee. Mhm. Und es liegt also, glaube ich, in der Anlage von einem Menschen drin. Der eine ist mehr von der Spiritualität angezogen. Und ich denke auch, wir knüpfen irgendwo alle an eine Vergangenheit an, die nicht nur in diesem einen Leben zu stattgefunden hat, sondern aus einem vergangenen Leben. Ich habe natürlich oft darüber nachgedacht und auch oft sehr befragt, wer war ich denn im letzten Leben? Und ich habe so ein paar Antworten, die sehr wahrscheinlich, also die irgendwie, sagen wir mal, relevant erscheinen. Aber ich selber habe mich nie darauf festlegen wollen, der und der war ich. Aber ich weiß, ich bin nicht erst vor 63 Jahren hier. Da wohnt eine ältere Seele in deinem Körper quasi. Ja. Womit man einen wunderbaren Übergang zu unserem eigentlichen Thema geschaffen hat, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich glaube, dass sehr viele Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, sei es, weil sie es verloren haben und sich irgendwie selbst dadurch verloren fühlen oder weil sie sich zu höheren Berufen fühlen. Aber mich würde es ganz besonders interessieren, was aus deiner Perspektive heraus der eigentliche Sinn des Lebens ist. Überwältigt zu sein von Liebe. Ich glaube, zunächst einmal sucht jeder irgendwie nach Liebe und möchte auch Liebe geben. Nach meiner Tradition hat der Mensch nur diese beiden Grundbedürfnisse. Er möchte geliebt sein und er möchte Liebe geben können. Und das ist nun auf unterschiedlichen Ebenen möglich. Es gibt da die erotische Liebe, das ist schon hoch, ich meine jetzt die ausnutzende Liebe, wo man den anderen sieht, wie man ein Glas Wasser sieht, was man zu seiner eigenen Befriedigung trinkt. Aber genauso wie man einem Glas Wasser jedes Eigenrecht oder jede Eigengestaltung abspricht. Man denkt nicht mal dran, so tut man bei dieser ausbeutenden Liebe gar nicht die Interessen des anderen sehen. Und das verfeinert sich, wird dann zu irgendwann zu selbstloser Liebe. Und irgendwann hat es den feinsten und auch den überwältigsten Aspekt erreicht, nämlich von göttlicher Liebe überwältigt zu sein, wo man in ein transzendentales, niemals erschöpfendes, immer Dasein, also existierendes Liebesverhältnis mit dem Höchsten allen Seins, dem Höchsten aller Wesen trifft. Und das ist total überwältigend. Und es heißt, dass es auch den Tod überlebt. Den physischen Tod. Ja. Es heißt auch, Liebe ist stärker als der Tod. Ja, hier sagt man auch. Ja, 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 ja. Ich glaube, viele Leute suchen nach dem Sinn, natürlich sucht jeder nach dem Sinn des Lebens. Und dazu schaffen dann die Menschen Kulturen. Da wird es dann definiert. Gut zu sein, wohltätig zu sein, könnte ein Sinn sein. Ein anderer sagt, es kommt darauf an, Macht auszuüben. Andere haben andere Werte. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Kultur, in welcher Lebenskultur und auch in welcher größeren Kultur man sucht. Weil ohne Kultur ist der Mensch einfach so
wahnsinnig erschrocken über dieses Paradox. Ich muss sterben, aber das ist das Allerletzte, was ich will. Nicht? Und, aber das ist zugleich der Zeit das Allersicherste, was in meinem Leben eintreten wird. Das ist schockierend für die Menschen. Das muss er verdrängen. Und denn dieser Tod stellt diese erbitterte Frage an uns. Was macht denn Sinn in deinem Leben? Du wirst doch alles verlieren. Du bist jetzt für kurze Zeit im Hotelzimmer untergebracht, im Hotelzimmer eines Lebens. Willst du das denn anstreichen? Willst du da Fernseher und Bilder reinbringen? Natürlich nicht. So, deswegen kann der Mensch sich damit nicht abgeben, schafft eine Kultur, in der Dinge Sinn ergeben. Und ich glaube, dass der Mensch auf seiner Sinnsuche dann immer mehr sich verfeinert, bis er es dann versteht, was ist denn mein Bedürfnis, mein eigentliches, tiefstes Bedürfnis, ist doch gar nicht Macht oder Geld oder dies und das, es ist doch eigentlich nur Liebe. Nicht? Und dann geht er auf diesen Weg und je weiter er sucht, dann kommt er irgendwann vor dieses eine Tor, was sich nur von innen öffnet, nämlich das Tor Gottes, der es aufmacht, wenn er es für richtig hält. Manchmal ganz plötzlich, boom, ohne dass man sich, man kann sich das nicht verdienen, das möchte ich sagen. Mhm. Auch nicht durch starke spirituelle Übung. Das ist ein Gnadengeschenk von oben, diese unbedingte Liebe. Was ich sehr, sehr schön fand, als du vorhin zur Tür reingekommen bist, ist es direkt richtig warm geworden in dem Raum, unabhängig von den Scheinwerfern, die uns anleuchten. Ja. Es ist richtig warm geworden und du hast gemeint, ich bin so dankbar und es ist so schön und man sieht so tolle Menschen hier drin. Das, bei dir spürt man richtig eine tief verwurzelte Dankbarkeit und wirklich eine Liebe für den Moment, eine Liebe zu dem, was du gerade machst. Aber wie kommt man denn zu so einem Bewusstseinszustand eigentlich hin, wo man wirklich von göttlicher Liebe erfüllt ist, wo man wirklich für alles in seinem Leben irgendwie eine tiefe Dankbarkeit empfinden kann. Ja. Danke für deine liebenswerten Worte, aber du hast mich so gestresst gesehen, wie ich sonst normalerweise nicht im Leben Faszinierend. Bin. Aber ich hatte vielleicht immer noch ein gewisses Lächeln, was mir selten abhand kommt. Ja, wie kommt man zu diesem Zustand, wo man das immer versteht und sieht? Es gibt eine ganz alte spirituelle Übung dazu, die ich wirklich jedem auch mitgeben möchte, weil man sie wirklich aufs Wesentliche reduzieren kann und dann jederzeit und überall machen kann. Sie heißt in meiner Sprache jetzt Step Back, mach einen Schritt zurück. Der berühmte Maler, Denker, Mitbegründer der Renaissance, Leonardo da Vinci, sagte einmal, unser Leben ist unser Gemälde. Genau wie ein Maler müssen auch wir manchmal zurücktreten. Nur dann, wenn der Maler zurücktritt, kann er sehen, auch hier stimmt die Perspektive nicht. Da fügen sich die Farben nicht harmonisch zusammen. Und oh mein Gott, hier gibt es einen Bereich, den muss ich ganz schnell auslöschen. Das will ich nicht weiter verfolgen. Dann nehme ich mal den großen Pinsel und gehe darüber. Genauso müssen wir in unserem Leben diese kleine Technik, die dann irgendwann zu einer Gewohnheit wird, üben. Dass wir einfach zurücktreten von dem, was wir gerade auf das Gemälde unseres Lebens machen. Zurücktreten bedeutet immer eine spirituelle Position einzunehmen. Ich bin eigentlich ewig. Ich bin voller Bewusstsein. Ich bin ein
göttliches Teil. Und aus dieser Perspektive schaut, wie sieht denn gerade das Gemälde aus, an dem ich male? Mein Gott, habe ich Hektik da in dieser Ecke. Oh, mein Gott, habe ich Streit geschaffen dort. Und dieser Teil, dieses Projekt, muss das denn wirklich sein? Das braucht doch nicht zu sein. Wenn wir aus dieser Position schauen, wo wir uns einfach hinsetzen und sagen, lass mich jetzt mich einfach mal entkoppeln. Fast so wie ein Zug, der aus einer fahrenden Zugversammlung, oder wie sagt man das, wo die Waggons hintereinander angekoppelt sind, der einfach sich abkoppelt, der wird dann ruhiger, 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 fährt langsamer, während der große Zug mit all den Waggons schon bereits 1 Kilometer entfernt ist. Und er steht dann da und schaut. Dieses sich hinstellen, dieses Zurücktreten, und das möchte ich noch einmal sagen, es ist sehr, sehr einfach. Man kann sich einfach hinsetzen, man sollte zunächst einmal einfach sich ein wenig nur entspannen und dann tief ein- und ausatmen. Ich glaube, dass manche Kriege hätten vermieden werden können, wenn sich Hitler einfach mal hingesetzt hätte und ruhig ein- und ausgeatmet hätte. Aber der muss das längere Zeit machen. es heißt, der Atem ist eine Brücke zu der inneren Welt. Dann kann man langsam die Augen schließen und beobachtet einfach ein bisschen die Klänge um sich herum. Man beobachtet die Gedanken, die man sich gerade macht, und beobachtet zunächst einmal nur. Man ist ein wenig distanziert, man ist ja jetzt in der Ruhe, und schaut einfach aus der Perspektive. Und sehr oft kommt dann die innere Weisheit hervorgequollen. Wenn man das ein paar Mal übt, dann kommt man zu unglaublich guten Ergebnissen. So, auf deine Frage, wie kann man immer in dieser höheren Verbindung sein, würde ich einfach sagen, zunächst einmal einfach zurücktreten und sich entkoppeln von der Welt der 1000 dringenden Dinge, die einen ständig bestürmen. Bis zur letzten Sekunde wird es noch ein WhatsApp-Anruf geben, nicht? Und einfach mal sich zurückzunehmen und dann aus dieser Position heraus, die kann man so spirituell gestalten, wie man gerade, sagen wir mal, wie man es verstanden hat in seinem Leben. Manche werden nur atmen und sich zurücknehmen. Andere werden vielleicht dann ein Mantra chanten oder werden einfach an ihre Gedanken auf eine spirituelle Praxis lenken. Aber das ist liegt im eigenen Ermessen, was man da macht. Und dann einfach Folgendes machen. Liebe einatmen und Liebe ausatmen. Vielleicht muss man an einen liebenswerten Menschen denken zunächst einmal oder ein liebenswertes Projekt. Und dann erhebt man die Gedanken und kann letztendlich auch ganz in Gott ruhen. Nicht? Also ich will bewusst einen einfachen, allgemein zugänglichen Weg heute geben, wo jeder anfangen kann und von wo aus er dann nach seinem Ermessen und seinem eigenen Verstehen und auch angezogen sein weiter zu der göttlichen, sagen wir mal, göttlichen Wirklichkeit gehen kann. Manche werden das durch ein Gebet tun, was sie dann sprechen. Manche werden innerlich singen, manche werden innerlich anfangen zu schauen auf eine gute Erinnerung
einen Tempelbesuch oder einen Kirchenbesuch, wo sie Gott näher waren. Und auf diese Weise wird es sehr schnell gehen. Was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt diese Übung mache, die du uns empfohlen hast, dass ich mich einfach mal entschleunige, ja, und ich betrachte das Bild meines Lebens aus einer gewissen Distanz, dann sehe ich ja die verschiedensten Aspekte meines Lebens. Und ich merke, ja, auch, wie du vorhin gesagt hast, okay, hier ist irgendwo ein Fehler mit drin. Ja, ja, ja. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ich anfange, diesen Fehler zu korrigieren. Das heißt, ich gehe wieder ins Bild rein, ja, und fange, ja, dann quasi an, diesen Fehler zu beheben. Dann gehe ich wieder raus und der Fehler ist weg. Und dann denke ich mir, okay, mein Leben ist schön, mein Leben ist sehr, sehr toll. Und dadurch resultiert eigentlich auch eine gewisse Liebe zu mir selbst. Wir hatten in dieser Sendereihe schon öfters dieses Phänomen, dass unsere Gäste gesagt haben, ich muss mich erst selbst lieben, bevor ich überhaupt Liebe schenken kann. Ich muss erst lernen, mich selbst zu lieben. Siehst du das ganz genauso? Total. Ich würde jedoch noch eine zum Nachdenken anregende Frage stellen möchten. Wer bist du denn? Bist du deine 1000 Masken, die dir deine Umwelt aufgedrückt hast, die du als Überlebenstechnik dir angeeignet hast? Oder bist du noch etwas anderes? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nicht eine Maske, eine Illusion zu verstärken, sondern sich zu entmasken. Denn erst dann wird man glücklich sein, weil man dann in seiner bei sich ist. Also, aber total ist es, also das habe ich jetzt nur so gesagt, weil mir das ein wichtiger Gedanke ist, aber natürlich, ohne die Selbstliebe zu praktizieren, wirst du auch niemals Liebe zu Gott praktizieren können. Denn die beiden, dein eigentliches Selbst und Gott, sind sehr, sehr, sehr miteinander verbunden. Mhm. Und du wirst auch niemals heilen können. Ich weiß, dass ich einmal, als ich mein Reiseleben, ich bin Vortragender, übertrieben habe, da landete ich in einem Hospital, war eine harmlose Operation, aber weil ich so entkräftet war, wurde daraus eine lebensbedrohliche Sepsis. Mein Immunsystem war so runter, dass ich mich im Hospital infiziert habe. Und der Mönch hatte dann, der Arzt hatte dann gesagt, Mönch, du musst jetzt mal an dich selber denken, sonst wirst du sterben. Ich weiß auch nicht, ob wir dich hier durch diese entscheidende Nacht hindurch bringen. Wir haben eigentlich alles getan. Jetzt bete mal und meditiere mal, dass du morgen noch lebst. Das war also, aber er sagte mir, du musst dich einfach selber lieben. Und wenn man das nicht tut, und hier will ich mein Statement von vorhin, finde erst mal raus, wer du bist, bevor du dich liebst, noch ein bisschen erweitern. Du musst dich auch lieben können auf all deinen Ebenen. Der physischen, der emotionalen und der sozialen Ebene, wo wir ja auch so viel von unserer Zeit verbringen. Damit man dann gereifter auf diesen Ebenen handeln kann. Aber ich glaube, ganz wichtig zu sagen, das kann man am ehesten und auch am stärksten dieser Selbstliebe entwickeln, wenn man eben weiß, ich bin eine ewige Seele. Es geht hier wirklich um was Bedeutendes, nicht um eine kurze Stimmung, dass ich mich mal heute so fühle und dann morgen so, sondern ich muss da irgendwie es muss weiterkommen, dass ich in diese Glückseligkeit, die mein Erbrecht ist, ganz und gar vertiefe. Und dazu brauche ich einen Körper, dazu brauche ich meine Gedanken und meine Emotionen und dazu brauche ich auch viele Kontakte und unendlich viele Kontakte, denen ich versuche zu helfen. Wow. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Vor allem einfach mal rauszufinden, wer bin ich, ja, ja, und was steckt eigentlich in mir. Und ja, diese Masken abzulegen, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Leider, mein lieber Satchitananda Swami, ist unsere Zeit wieder vorbei. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Und dass du uns deine Perspektiven geteilt hast und deine Weisheiten geteilt hast.
Und an Sie, liebe Zuschauer, fangen Sie an herauszufinden, wer Sie sind, wer in Ihnen steckt. Versuchen Sie einfach, sich selbst zu lieben und finden Sie dabei den Sinn Ihres höchstpersönlichen Lebens und machen Sie Ihr persönliches Meisterwerk daraus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.